Marbacher TV. Also da habe ich mein Weckerl, da ist mein Käse und es gibt dann noch eine Kresse dazu. Und da habe ich so ein kleines Tool. Das kann man, wenn man es zusammenklappt, dann am Schlüsselbund befestigen. Also ungefähr in Schlüsselgröße. Das hat dann einen großen, einen kleinen Schraubenzieher, einen Kreuzschraubenzieher, einen Flaschenöffner und eben ein Messer auf der einen Seite. Und dieses Messer brauche ich jetzt, damit ich hoffentlich, ohne mir in die Hand zu schneiden, durch dieses Weckerl in zwei Teile teile. Braucht man natürlich ruhige Hände wie ein Chirurg. Und es ist geteilt. Das machen wir da über die Kresse her. Und Büschel für Büschel wird sie geerntet und eingelegt. Noch ein Büschel. Ich befreie es noch von den Samen, die noch an der Wurzel kleben. So, jetzt dann der letzte Rest. Also man sieht, dass die Kresse eigentlich aufgebraucht ist. Jetzt habe ich dann noch so einen Käseaufschnitt, drei Sorten. Den kann man schön knicken, damit er da wunderbar in das Weckerl hineinpasst. Und nachdem sie ja eben drei Sorten sind, haben wir da noch eine Scheibe, damit das Ganze noch ein bisschen interessanter wird. Es gibt dann noch einen dünnen Streifen von diesem, ich glaube das ist jetzt der Emmentaler oder vielleicht der Gouda, also ist noch nicht drauf. Und fertig ist das Selfmade Käse, Gemüse, Salat, Weckerl.